Vaterland, ihr Vaterland. Moin Leute, ihr Bananenbefruchter. Was geht, was geht? Oh mein Gott. Kicken wir mal nach hier. Verdienung. Ich hab ihn gerade die ganze Zeit gehört. Was? Ich hab gerade seine ganze Zeit seine Lieder gehört. Okay. Ja. 7 habe ich am meisten gehört. Ja, 7 ist ja ein geiles Lied. Stimmt, keine Drogen. Eigentlich bin ich nie aggressiv, nur manchmal, wegen den NPCs. Ja, nee, wahrscheinlich bist du behindert? Ja, ich wünsche es, weil du einmal leicht an einer Welt kommst, Digga. Eben nicht. Er weiß nicht mehr, von was er redet. Ich hab zwar richtig dran gezogen, aber was soll ich jetzt machen? Warum sollte man sich auf krass filmen wie Niki vor seiner Kamera mit seiner hässlichen Apfelgeschmack? Wie kann man so auf cool tun mit einer scheiß Vibe? Ich hab sie. Ich kenn dieses Wort nicht so richtig aussprechen. Weil ich hab's halt noch nie gelernt. VIP, genau. und Junge, ich hab sie leer gemacht, dass meine Freundin keine Droh, also. Ja. Dass meine Freundin sowas halt nicht in sich nimmt. Da sagt der kleine Lappen, der jetzt 13 ist, wie angehört, wie 5. Also, dass ich nicht auf cool tun soll. Zu dem Thema solltest du mal ganz leise sein. Ja, ich weiß, dass ich mich auch ein bisschen scheiße anhöre. Ich will aber Switch 2.0, Digga. Ja. Nee, aber jetzt mal wirklich. So eine Missgeburt muss man erstmal sein. Ich hab's zwar nicht gegen Niki, aber. Wenn man gegen mich was sagt, obwohl er selber noch viel, viel schlimmer ist.
Muss man ruhig sein. Da muss man einfach die Fresse halten. Dann irgendwann kommt er in ein, zwei Monaten wieder an. Oh, es tut mir wieder leid, können wir jetzt wieder RP spielen? Ist immer so. Warten. Nein, ich will sowas nicht. Na, ja, aber ich will sowas nicht in mir nehmen. Ich will keinen Minischwanz haben wie Niki dann. Ein ganz normales Leben führen, ohne so früh zu sterben. Würdest du das nehmen? Auf jeden Fall, Digga. Ja, Mann. Du Emo. Ich hab einen Klassenkamerad, der ist Emo. Name ist Leon. Ja, immer nicht hier Leon. Ich höre, dass du so gut. Ja, ne? Ja, immer mag dich. Der Bruder von meiner Freundin heißt Leon. Der will man, der ist 9, glaube ich, jetzt oder 10. Der will sie immer mit mir prügeln und einmal verquetscht sich seine Hand ganz leicht, der heult. Von wem ist der Bruder? Von Sammy. Der Happy. Meine Freundin. Da war halt meine Freundin Happy. Sie heißt Samantha, Spitzname Sammy. Hey. Sein Samson. Schemschem! Was? Nein! Weißt du was, Bauer? Ich weiß genau, warum ich hier ein Bild auf die Kiste habe. Welchen Bild? Welchen Bild? Naja. Sag mal, welches Bild? Welches? Was für ein Bild? Bin ich. Meinst du da, wo ich mit ihr drauf war? Ja. Ich hab's nur weggemacht, weil man meinen hässlichen Blick da gesehen hat. Soll ich sie nochmal schicken? Dann siehst du, dass ich das bin. Ja, okay. Warte, ich such's kurz, das ist schon länger her. Das ist nicht mal so lange her, ja? Guck dir meinen Blick an, Junge. Und das ist ein Filter, nur mal so. Da hat Julina gesagt, guck mal, guck mal, Julina, also meine Cousine sagte so. Guck mal, meine Cousine sagt so, guck mal hin. Dann gucke ich mit so einem hässlichen Blick auf einmal, macht die genau da ein Foto. Aber ich finde schön das Foto. Hast du es jetzt gesehen? Ich lese das in 3, 2, 1. Ich glaube nicht, Digga. Nein, guck doch einfach. Ich dachte kurz, das sind deine Haare, du Hund. Glaubst du mir jetzt? Das bist aber safe nicht. Das bin ich. Bist du dumm? Mensch, bist du dumm? Wer nennt sich auf PlayStation Bauhaus Pro Keeper, Digga? Junge, das war mein Vater. Was würdest du jetzt dagegen tun? Bauhaus Pro Keeper, Digga, dein Vater. Ich schwöre, der kam auf Bauhaus und dann habe ich Pro Keeper rausgemacht. Zwar Bro, Kappa wird zwar anders geschrieben mit 2P, aber egal. Ich hab doch ein Foto, wo ich mit ihr drauf war. Weißt du, was das Foto ist? Wohin?
Warten. Dann kommt Mikey. Du weißt, was dann aufkommt? Figi. Genau. Macht er bei uns mit der Pille? Was ist? Junge, stopf dir noch mehr ins Maul, ich kann dich nicht ein bisschen verstehen. So, stopf jetzt diesen Schwanz in den, auf den Arsch raus und deinen Mund. Ich hab einen Gaming-Stuhl gerade. Junge, bist du dumm? Wie kann man so dumm sein und sowas nicht glauben? Das sind auch keine Drogen, du Kek. War die Unterlagen mit den Kissen und so, das war nicht auf meinen Gaming-Stuhl drauf, aber... Weil, Digga, da hast du da direkt wieder Kinderstuhl. Ja. Warum? Das war ein anderes Bild, wo ich mit Semi drauf war. Und den Stuhl, was du da siehst, kann man ausklappen bis ganz nach hinten. Und das ist ein Gaming-Stuhl. Der ist teurer als dein Leben. Mann, du bist so behindert. Du telefonierst. So dumm bist du, ja? Dumm. Das ist meiner. Und wo ist deiner, ne? Bei mir leckt es gerade mies. Kannst du ihn aber sehen, oder? Ja. Das ist aber mein Judo-Anzug, du Vogel. Gucke. Den kann man hier ausklappen. Hier ist ein schöner Liege. Dann kann man den dann noch nach hinten lehnen mit diesem Hebel. Was ist geil, so, was hattest du gerade gesagt mit dem Ficky? Du bist gestummt.
Leute, ich muss nur sagen, es gibt so eine. Es gibt ein GT. Es gibt auch einen Niki. Es gibt auch einen Mike. Und es gibt Leute, die einfach so dumm sind. Also wirklich dumm sind. Und Niki ist der allergrößte Bastard. So ein dummer Mensch muss man sein. Muss man nicht sein. Also. Aber er, der dumme Mensch, kann nichts anderes außer Lügen erzählen, Fake-Freundschaft und alles Mögliche. Ich empfehle euch nicht, in diesen Scheiß live zu gehen und ihn ein Abo da zu lassen. Weil so ein behinderter, dummer Mensch muss man sein. GT glaubt niemanden mehr, weil er selber lügt und einen kleinen Schwanz hat. Mike ist eine kleine Pussy, genauso wie Niki und GT, so eine Pussys. Kennt ihr so eine Pussys, die nichts können? Ja, ich kenne jetzt so drei. Mike, Niki, GT. Diese Pussys haben nichts anderes zu tun, außer ihre Schlappschwänze nicht in diesen anderen, zum Beispiel GT, sein Schlappschwanz darf nicht in Nikis Schlappschwanz. Heißt, die Schwänze von denen sind dreist und gehen in den anderen Darm von den Freunden Niki und Mike und GT, weil sie sich anschwulen. Darf ich vorstellen? Die sind schwul. So. Weil die behaupten, dass ich kiffe oder so oder Drogen mir nehme, was ich nicht mehr mache. Machen die das selber, wie ihr gehört habt, dass sie es machen würden, GT, oder Niki mit seiner hässigen scheiß Fake-E-Zigarette, die dumm ist, reinsuchtet und richtig auf krass damit dann so einen Anruf tut, kann er nichts machen. Dumm. Und dann dieser Mike, der mit seiner Stimme auf krass tut, weil er ein Stimmbruch ist, wo er 12 ist. 12, keine Ahnung. Und dass ich eine kindliche Stimme habe, ist ganz klar, ja. Ich bin 12, fast 13 im August. 17. August bin ich 13. Ich dahin tue selten auf cool. Wenn ich auf cool tue, ist es nicht richtig auf cool tun bei anderen, sondern für mich selbst. Dass ich mich zum Beispiel innerlich freue und das cool finde. Dann fühle ich mich auf cool. Dann finde ich es halt cool. Und die tun auf cool bei anderen. Die sitzen da wie so ein Affe und ziehen sich jetzt mal in rein, so ein schwulen Porno. Keine Ahnung, wie das gedreht wird, keine Ahnung, so eine schwulen Schuletten da. Aber ich stehe hin. Nö. Also, ich bin so einer nicht. Ich bin ein ganz anderer Mensch. Ich freue mich bei einem Zuschauer, wenn er aktiv in meinem Live drin ist. Sowas ist wunderschön. Ich freue mich nicht wie Niki, dass er den anschwulen kann und sofort anheulen muss, dass er FAP macht. Ich sag öfters mal, dass es FAP, sehr oft sogar, weil ich ein normales RP machen will. Da machen die einen scheiß RP draus, weil die scheiß Langeweile haben, die Bastarde. Kann nichts anderes dann auf einmal, weil man nicht online kann. Ich, der online wollte. Weil die eine scheiß Mission machen wollen, die man immer machen kann. Wirklich, die man immer machen kann. Jeden beschissenen Tag kann man diese scheiß Mission machen. Aber wenn man sie gemacht hat, kann man sie nicht mehr machen. Wisst ihr, wie ich meine? Bestimmt. Also finde ich nochmal, mache ich nochmal kurz. Man kann diese Mission machen, immer wann man will, aber nur einmal. So. Das ist dieser Banküberfall. Die waren zu dritt, haben den zu dritt gemacht. Also die waren zu dritt, haben den zu dritt gemacht. Und dabei heulen die rum, dass ich nicht online sein kann, weil ich meine frische Luft draußen im Garten genieße mit meinen Eltern. Weil es wunderschön ist, auf einer neuen, eigentlich schon alten Liegematte. Die war jetzt neu in unser Garten, die Liegematte. War früher nochmal in unser Garten, unsere Garage.
Und da habe ich, da war ich am Relaxen, hab Lagerfeuer gemacht, haben wir gegrillt, haben wir schön gegessen. Meine Allergie dahin ist dann ausgetickt. Weil ich eine Pollenallergie habe und ein paar andere noch dazu zuständig. Und ich finde es zwar auch nicht geil, bin dann dahin, bin ich dann mal ab und zu mal an Waschbecken gegangen, hab mich gewaschen. War es wieder weg, dass ich sofort aufniesen muss. Und deswegen kann ich nicht online kommen, weil es da im Garten schön ist. Zocken kann man immer. Rausgehen kann man nicht immer. Wegen dem Wetter. Kann man zwar auch immer, aber man hat fast nie Zeit. Wisst ihr? Und dieser Niki ist hauptsächlich WGT. Der ist bearbeiten und so, hat aber keinen Bock auf Arbeiten. Warum ist er das denn? Weil er dumm ist. Das war aber schön, dass er arbeiten geht, für sich sorgt und so. Cool. Aber er ist dumm. Wie Mike und Niki. Vielleicht bin ich auch ab und zu mal dumm. Ich nur ab und zu. Den ganzen Tag kann ich dumm sein. Weil ich vielleicht müde bin oder so. Aber die sind jede Sekunde dumm. Ich checke nicht mal, was Freundschaft ist. Ich war mit Niki befreundet. Wir haben alles immer gemacht, jeden Tag gezockt. Telefoniert ab und zu mal, geschrieben. Aber weil die Pappnase, der nicht mal Eier in die Hose hat, zu sagen, das und das, dass du es falsch machst, machen die eine scheiß Gruppe von meiner RP-Gruppe, was jetzt gutes RP war, was Bauhaus RP war, daraus, weil sie sich einen Chat zusammen können, obwohl niemand davon Admin war. Vielleicht Niki und GT. Die waren's ja. Und Mike. Aber die GT war Admin. Niki war Admin. Ich, der Anführer, Admins dürfen nicht an meine Gruppe ranmachen. Irgendwas machen. Dann gehen die heulen Susan an meine Gruppeneinstellung. Schreiben, Baus ist ein Hund. Aber wissen nicht mehr, dass sie selber ein scheiß hässiger Bastard sind. Die nichts in die Eier haben und zu sagen, Baus ist ein Hund in der Gruppe mit einem scheiß Tittenbild. Tut mir leid, PlayStation oder Livestream oder YouTube, keine Ahnung. Bitte bannt mich nicht. Das ist so eine scheiß Warnung an diesen Bastarden. Aber die sind so dreist und können es mir nicht mal ins Gesicht sagen, beim Schreiben oder so. Wir wohnen zwar ein paar Kilometer schon weit entfernt, aber so ein dummer Hurensohn muss man erstmal sein. Weil so eine dumme Missgeburt wie Niki, ich mag ja Niki genug gar nicht mehr. Wenn diese dumme Missgeburt nichts in der Reihe kriegt, nur andere zu beleidigen oder irgendwas zu machen, ist diese dumme Missgeburt nur an Leuten hänseln. Ja, wollten eine ID hacken, obwohl sie es nicht mal können. Bei den Hackerurlauber. Der Hacker, also der Finn, hat es mir dann gesagt. Und dann habe ich ihnen erstmal gesagt, die können es nicht mal, weil sie zu dumm dafür sind. Ich kann IDs hacken, aber ich will es nicht. Weil ich es von meinem Cousin erlernt habe. Aber so eine dumme Missgeburt wie Niki muss man erstmal geben. So viel Lügen und dreist zu sein und so. Genauso GT. Mike ist zwar noch ein cooler und so, der war cool. Aber jetzt sind sie alle drei auf mich sauer. Machen nichts mehr mit mir und so. Junge, Mike habe ich großgezogen in unser RP. Und ich war der Anführer den RP. Ich habe ihn zu Crazy Life hinzugefügt und so, wo Niki der Anführer war. Aber war Niki daraufhin gebannt. Wo ich es nicht mehr machen kann. Aber dann hat er gesagt, kannst du mich ändern. Da hat er gemerkt, dass ich ihn bannen kann. Obwohl es sein Server ist. Hat er selber Schuld. Aber ja, weil diese Missgeburt auch nicht erschrecken kann und nicht mal nachdenken kann, dass ich nicht mal was gemacht habe oder so, nicht mal meine Schuld irgendwas war, sagen die, auf einmal kommen die mit so einer Scheiße an. So dumm und dreist muss man erstmal sein. Es ist behindert von denen. So eine hässliche Behinderung. Es hat eine Missgeburt, ne? Mike, wie gesagt, Mike habe ich großgezogen in unser RP. Wie mein Sohn in RP. Also, den habe ich in unser RP beigebracht. Den habe ich RP gut. Ich habe ihn zum guten RP gemacht, dass er das machen kann. Dann hänselt er mich, weil ich nicht mehr online sein kann für einen scheiß Banküberfall. Weil anscheinend GT die ganze Zeit vom Motorrad gefallen ist, weil er nicht mal Motorrad fahren kann, muss ich ja wieder zuständig sein. Oh. Zuständig sein.
dass irgendwas, also dafür muss ich wieder zuständig sein, dass ich ihn abholen muss, obwohl ich nicht mal da war. Deswegen haben sie rumgeheult, dass sie es nicht geschafft haben. Also, ich kann daraufhin jetzt auch nichts mehr machen, weil das alle Missgeburten sind. Wenn die jetzt mal live sehen und hier reinschreiben oder mir schreiben, dass sie nicht mal was gemacht haben, du bist selber und du, so, alles selber und so, sind sie noch eine größere Missgeburt, weil sie sind schon Level 100 von 10 auf Missgeburt. Dann wären sie halt 101 von Missgeburt. Ist einfach schuld. Naja, eigentlich ist Niki schon so eine hässige, dumme Missgeburt, der nicht mal seinen scheiß Schwanz in seinen eigenen Körper haben kann, der nur wie so ein Schwulette, wie so eine richtige Schwulette, wie so ein Pimmelkopf, Alter, weil er ein richtiger scheiß Pimmelkopf ist, kann er nichts anderes außer zu rauf in GT rauf zu schwulen, in Mike rauf zu schwulen, dass er ein schlechter Mensch wird. GT, Mike und so waren gute Menschen. Sind die, die Niki kennen, sind so dumme Bastarde. Ist euch was aufgefallen? Niki ist der Anführer der dummen Bastarde. Also, ich kann dazu auch nichts mehr sagen. Ja. Also ich fand nicht alles gut, aber meine Nase läuft ein bisschen. Falls ihr denkt. Ich habe irgendwie auch keinen Bock mehr auf diese Missgeburten. Ich geh mal kurz auf Toilette. Jetzt auf Toilette.
schaltet